Westlicher große Hudestrand. Time to teach you a lesson. Here I go. Keine Ahnung, was sind das für komische Reiher? Hau mal oben, Tracy. Will mal wissen, was das hier. Was, woher ich das gewusst habe? Wir kommen gerade ins Gebiet von Tress' letzter Story. Natürlich sind hier alle windanfällig. Ich hätte das vielleicht lieber zum Heilen nutzen sollen. Mein Fehler. Oh, du Idiot, warum? And that's that. Oh, fine day to be. Ich bin ein fahrender Schriftsteller. Ich reise um die Welt von Ort zu Ort und schreibe meine Bücher. Gerade erst habe ich einen neuen Band veröffentlicht. Vielleicht habt ihr davon gehört. Die alten Hauptstädte habe ich ihn genannt. Er ist gar nicht mal so schlecht geworden. Ja, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn der Autor sagt, er ist gar nicht mal so schlecht geworden. Der Autor muss sagen, das ist voll geil geworden, weil wenn der noch nicht mal dran glaubt, wie soll es ja egal. Und das, obwohl ich so viel Material auslassen musste. Ach, ich könnte etliche Bände füllen, nicht nur diese eine dürftige Büchlein. Ja, dann mach doch. Warte mal kurz. Erfolgreicher Schreiber, 61. Dieser beliebte Schriftsteller bereist die Welt und schreibt Geschichten über Menschen, denen er begegnet. Gerüchte, die er hört und Orte, auf die er unterwegs stößt. Ah ja. Seine Leser preisen die ausufernden und schillernden Beschreibungen, welche die Welt innerhalb der Buchseiten zum Leben erwecken. Verpiss dich. Ich würde ihm gerne noch mehr seines Habs und Guts abnehmen, einfach nur aus Prinzip. Wahrscheinlich hat der die Geschichte von Alfin verfasst, wo zufällig die Zufälle der Zufälle auf Zufälle treffen. Halt die Fresse, du bist hässlich, du komisches Viech, was auch immer du bist. Ich bin ein Säbelzahnwal, ich kann an Land laufen. Was? Wieso nicht? Cetus Maximus. Oh, eher Fötus Maximus, so wie das Ding aussieht. Out of my way. And that's that. Wenn es aussieht wie ein Fisch, schmeiß Blitze darauf. Alle sind aber eigentlich so halt die Fresse. Große Hude, westlicher große Hudestrand und wonach geht's nach Süden? Zu einer Kiste. Boah, ey, das Viech macht mich aggressiv, wenn ich es nur sehe. Oder höre. Hören reicht schon. Wenn ich nicht artikulieren kannst, dann lass es. Ich bin schneller als ihr. Ich bin schneller als ihr. Ich bin schneller als ihr. Bring
Ja, aber Zeit, dass ich mal wieder ein paar Leute ausraube. Los, Kapitänin Ahab. Ich weiß nicht, es nervt, also... Schwarze Planetenkraft! Not bad. A passing. Boah, ich will diesen blöden Vögeln begegnen. Die sahen wenigstens so scheiße aus. Ja, ich weiß nicht. Machen wir eine Heilung. So, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt, Piepmetze. Meteorsturm. Willst du mal einen richtigen Sturm sehen? Aber ihr solltet euch vielleicht nach Süden zurückziehen, weil hier wird es gerade ziemlich kalt. See des verschollenen Königs. Mal ein bisschen adventuren gehen, wir gehen mal ein bisschen adventuren. So viele Truhen, an die ich kommen möchte. Sagen wir mal eine kleine Sternseherin. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Wir haben die eh schon alles beigebracht. Da kannst du es auch ruhig verwenden. Come on, I've got better things to do. Okay. I'll do my best. Wind, Licht und Dunkelheit. Also nichts von dem, was die da haben. Geil! Blitzen wir die Vögel vom Himmel. Ups, kaputt. Where's the nearest tavern? Artikulierstein? What? Bewahrt vor Verstummung. FP plus, ein Matara Angriff plus. Ich behalte lieber mein Perpetuum Mobili Cyrus.
und greife einmal mehr an, weil ich kann's ja. Okay, kann das mal wer wegmachen? Das sieht irgendwie ekelhaft aus. So, okay, Wahrsagung. Mondreflexion könnte gegen den scheiß Wolf auch ziemlich gut helfen. Mach mal eine Sternschnuppe, ich werde einfach nur wissen, wie das aussieht. Wie bei Stera, okay. Ach so, richtig. Ihr saht nur so aus, als könnte man euch einfrieren oder wegblitzen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Hier ist noch so eine schattige Gegend, die ich gerne erkunden würde, weil sie sieht mir extrem nach etwas aus, dass ich genau... Genau sowas habe ich hier erwartet. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wozu mich das hier führt, aber... Okay, noch mehr von diesen Viechern. Ah. Finsternis, okay. Also wieder nichts, was das Ding hier... Oh, warte mal doch. Licht- und Dunkelheitsschaden, na dann. Ah, jeden Schaden einmal, so rum, verstehe. Wärst du so freundlich, Cyrus, die alle mal Tonitrus kanären? Oh, sie stehen ja noch. Ich gebe zu, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, das kann doch nicht alles sein, dass hier einfach nur es nicht weitergeht. Willst du mich verkübeln? Für irgendwas muss das doch gut sein hier. Du hast doch nicht einfach so hier so einen Weg, der nicht... What? Warum? Da ist doch nicht mal eine Truhe. Was soll der Scheiß? Da hält sie dich für schlau und sowas. Can't we settle this like gentlemen? Nö, wir brennen einfach alles weg. Also betet dafür, dass das Klappergestell flammbar ist. Witness the miracle of healing. Da! Und tschüss. Thus ends your lesson. Guck mal, hier oben ist nämlich nur so ein Ding. Ein Windseelenstein. Immerhin wissen wir, dass es hier lang geht jetzt. Da hinten ist eine Kiste und auf der anderen Seite ist auch eine Kiste und... Hast du es, ja? Bist du fertig? Sehr schön. Konter. Und jetzt das schwarze Loch. No
Not bad. A passing. Dreieraufstieg, sehr schön. Schon lange nicht mehr. Okay, was? Schon sagen. Für 30.000 der Umwege. Open for business. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber hört auf zu nerven. Keine weise Entscheidung, überhaupt nicht. Not bad. A passing. Was eine Frechheit, ey. Oh, of course I can't go up there. Why should I? Time to teach you a lesson. Axt. Let's do this. Da ist sie wieder, die Axt. Illuminate. Und alle drei Piepmätze greifen einmal an. Du kannst auch nicht viel ausrichten gerade, ich merke schon. So, los, greif Philly an, du kannst das doch so gut. Oh. Okay, jetzt bist du vergiftet und nicht mehr, ist ja auch egal. Where's the nearest tavern? Robuste Saphirrute, bringt die was? Nein. Schon wieder die Vögel. Das Ding ist, die werden noch immer zum Angriff kommen, von daher, was soll das? Thus ends your lesson. Ich bin nicht bereit. Ich will es trotzdem versuchen. Oh, hallo, was bist du denn für einer? Hallo, hallo. Ich hoffe, du hast nicht nur irgendwelche Dingsfertigkeiten, weil da muss ich leider rückwärts raus. Aber da das hier unser erster Tango ist. Klopf, klopf. Okay, ich sehe gerade, wir haben alle gerade ein bisschen wenig Energie, deswegen, die sollte lieber Ophelia übernehmen, von daher schlag du mal lieber zu, Tress. Triff besser, Tress. Und mit Ophelia könnte ich theoretisch jetzt einen Test machen. Ob Lichtschatten oder alles auf einmal. Ich bevorzuge gerade mal kurz das Heilen. Besser sich beim nächsten Monster besser. Okay, du kannst mal deine Analyse benutzen und sagen, was da abgeht. Okay. Eis und Wind. Also, meine kleine Sternschnuppe. Sehr schön.
begrüßt mich, meine kleine Sternschnuppe, oder das Glacius Claudair. Also, Achtung, Drachi greift an. Das war jetzt aber nicht so schlau von dir. Du weißt doch, dass meine Kleine zurückschlägt. Tyrannodrache. So heißt das Ding. Also du bist also wirklich ein Drache. Na, dann kann ich ja Drache nennen. Siehst nur ein bisschen veralkt aus, oder was auch immer dieser Rotz da ist. Sollen wir den nicht mal von dir runternehmen? Nur so ein Vorschlag. Ich meine, ich will dich jetzt nicht bevormunden. Wow, sind die toll, die Winde. Okay, ich bin dafür, dass wir das versuchen, möglichst schnell zu erledigen. Deswegen, du Schneesturm. Du, Tress, hältst dich zurück und nimmst mal so ein Energiegranat-Ding auf Cyrus. Danke. Philly, du machst das gleiche auf dich selbst, denke ich mal. Ist mal so ein Ding. Gut. Oh. Not bad. A passing. Willst du mir jetzt also sagen, dass 8 Level Unterschied so einen krassen Unterschied zwischen absoluter Höllentötungsmaschine und dem hier machen, ja? Ein Wolf, der 8 Level höher ist in der Gefahrenstufe, killt mich nach einer Viertelstunde und das Ding ist nach 5 Minuten. Wäre das andersrum gewesen, hätte ich da keine Probleme mit gehabt, wenn mich der Tyrannodrache in der Luft zerfetzt, aber... Oh. Verbesserter Bogen des Adlers. Hm, hat jemand von euch... Ja, Cyrus, ne? Und Tressa! Aber ich glaube nicht, dass der mir was bringt. Und dir, Tress... Dir bringt er sogar ein wenig. Dein Kritisches wird erhöht. Dafür ist das da um 20, nee, um 30 niedriger und das da um wie viel? Um 41, also 71. Und wie viel kriegst du drauf? 70. Ja, komm, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nimm mal, ist jetzt nicht, eh nicht so, als würde so großartig da Heilungskräfte entfalten können. Gut, unser kleines Adventuring war erfolgreich. Wir mussten noch nicht mal speichern. This is the beginning of your act. Ja, nee, Leute, jetzt mal nicht. Ich will gerade eigentlich nur noch die Kisten im Laden einsammeln, dann können wir irgendwie mal weitersehen. Wenn du rennst, erhöht das die Chance, dass du ich weiß. Oh, bist du als erster dran, Cyrus? Nein, Therion. Puh, du solltest die Katze angreifen, du Vollidiot. Katze ist nicht abgehauen? Machst du doch sonst immer. Okay, das ist keine normale Katze. Let's do this. Sagt er erschreckend erfüllt. Witness the miracle of healing. How'd it work? Doch, mollige Kite. Tressa, es liegt alles an dir. Triff sie. Mit der Route. Vorbei. I'll do my best. Komm, meine kleine Sternschnuppe, weiter.
Marion? Eis. Ja, Mann, wir haben die Kate vernichtet. Where's the nearest tavern? Warum ist die nicht abgehauen? Weiß keiner, ne? Was ist jetzt ein Friedensangebotsspiel oder was? Ich werde dir den Wolf nicht verzeihen, vergiss es. Du brauchst mir auch keine Olive des Lebens groß geben. Ich weiß ganz genau, wie schnell die wechseln, wenn der Pisswolf einmal zubeißt. Ich war dabei, schon vergessen? There is no choice. Ein Erzfeind vernichtet schon der nächste Erzfeind auf der... Ein ewiges Hin und Her. Vielleicht sollte ich, wenn die Story durch ist, erstmal alle auf Level 99 bringen. Das zwiebelt sogar. Cyrus, gib dir nicht so viel Mühe. Ah, Triss hat nachgezogen, sehr schön. Irgendwann holst du uns ein, naja, nicht so wirklich bald, aber irgendwann. Ah, Truhe. Energiegranatapfel. So, hier ist wieder die Brücke, über die wir vorhin nicht drüber gegangen sind. Richtig. Dann sind wir, glaube ich, schon durch. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwo eine Kiste vergessen. Aber egal, ich will jetzt in die Stadt zurück. Oh, Weltpech für euch. Danke, Sternchen. Westlicher großer Hudelstrand. Ah ja, genau, eigentlich wollte ich nur die Kiste hier holen. Und schwupps bin ich in der Drachenhöhle gelandet. Passiert. Open for business. Na ja, komm, lass die Wellensittiche da, wo sie sind. Wobei, mit Windschaden hätte ich sie getroffen, ne? Ich wollte die anderen Wellensittiche haben, nicht euch. Ihr seid irgendwie... Overdesigned. Man erkennt bei euch gar nicht, wo was ist. Da sind die Füße und da ist der Kopf. Oder ist das darüber der Kopf? Ich bin mir nicht sicher, was davon ist der Kopf. Das da unten mit dem roten Schnabel oder ist da oben mit dem weißen Schnabel? Was ist der Kopf? Wahrscheinlich das da unten mit dem roten Schnabel, weil darüber sind so zwei Dinger, die aussehen wie Augen, wie rotglühende Augen. Oder aber mit dem weißen Schnabel gibt es so schwarzes Augenlöcher, Höhle, da ist. Verstehst du mein Problem? Los, Schnuppi. Danke, Schnuppi. Warum ist hier nichts? Ist hier etwas? Nein, da komme ich nicht rein. Schade eigentlich, aber es ist hübsch hier. Ein wildes Krabbi greift an. Naja, zwei wilde Krabbi und ein Kingler. Los, Pikachu! So, Schnuppi, guck mal, ob du vielleicht irgendwie findest, was für die... Genau, Wind. Wind ist gut, hat Triss dabei. My turn! Now. Okay, Cyrus, dann darfst du das Kingler auseinandernehmen. Ah, finde ich nicht. Not bad. A passing. Ich bin mir sicher, es gibt Kingler-Fans da draußen, für die das geilste Pokémon ever ist, aber die werden nicht hier zugucken. Alle Pomelo-Fans habe ich auch schon verjagt.